Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden und herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation dieses BMW Z4 3 Liter Benziners. Wir haben hier ein schwarzes Auto, das ist wirklich komplett schwarz. Wir sind vorher schon mal ringsrum gelaufen. Wir haben eine schwarze Niere, schwarze Felgen, schwarze Innenausstattung. Also ich vermute mal, der Vorbesitzer hat schwarz gemacht. Und dementsprechend gepflegt sieht das Auto auch aus. Heißt, das Video ist dafür da, damit ihr im Prinzip erstmal einen ersten Eindruck vom Fahrzeug bekommt, ob jetzt hier größere Beschädigungen mit dran sind, wie Kratzer, Beulen, Dellen oder irgendwas in der Art. Hier ist eigentlich nichts, was der Laufleistung nicht entsprechen würde. Also gerade wenn ihr das Lenkrad mit anschaut und vielleicht auch den Schalthebel, der Softlack, das sieht alles sehr vernünftig aus. Auch hier, das alles macht wirklich einen sehr vernünftigen Eindruck. Und das ist wahrscheinlich noch fast mir die letzte Chance, so ein Auto überhaupt zu bekommen, was den 3 Liter ohne Turbo angeht. Das ist eigentlich so der unkaputtbarste Motor, den sie, glaube ich, überhaupt im Auto gebaut haben. Und alles in allem wirklich in einem sehr gepflegten Zustand. Kofferraum ist natürlich mäßig groß beim Cabrio, das ist logisch. Ne? Also wenn das schließt, ist natürlich ein bisschen mehr Platz. Hier hat man diesen Schutz. Und ansonsten passt hier, weiß ich nicht, so ein normaler Reisekoffer einer mit rein, sodass er vielleicht, weiß ich nicht, übers Wochenende mal an die Ostsee fahren könnte oder irgendwas. Das geht damit auf jeden Fall. An sich hat der auch die schönste Felge mit verbaut, wie ich finde, von BMW. Ja, einfach ein schönes Auto. Ein schönes, zeitloses Auto. Hier ist eigentlich wirklich nichts dran, was der Laufleistung nicht entsprechen würde, weil wir sprechen ja doch über ein 10 Jahre altes Auto. Also für die Leute, die denken, die kriegen ja einen neuen Z4, das ist es nicht. Nagelneu ist er nicht. Gebraucht ist er trotzdem, aber alles in allem wirklich in einem super gepflegten Zustand. Ich denke, das kam jetzt auf dem Video rüber. Wir haben ja auch noch hochwertige Bilder mitgemacht. 30 Stück an der Zahl sind es. Dort könnt ihr auch mal ranzoomen und gucken. Wahlweise können wir auch eine Videotelefonie zum Fahrzeug machen oder ihr kommt halt einfach vorbei. Einfach vorbeikommen heißt, ihr macht einen Termin. Unter der Woche 9 bis 18 Uhr, am Wochenende 10 bis 14 Uhr. Dann kommt er vorbei, wir gucken es uns an, besprechen alle Details, wie die Inzahlungnahme des alten Autos. Vielleicht wollt ihr das auch finanzieren oder hier irgendwie eine Gebrauchtwagengarantie dazu. Geht alles, aber gern 1:1. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao. So ein Insta würde ich noch schnell hinterher.